Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer Folge aus der seltenen Rubrik Garnelefon, in der ich mit jemandem, der entweder Hobbykoch ist oder Koch oder sich fürs Kochen interessiert, spreche. Und da habe ich heute den Elektrobier. Moin, moin. Hallo. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Dann ist es wesentlich kompetenter als alles, was ich sage und Gefahr laufe, mich da zu vertun. Ja, man nennt mich unter anderem Elektrobier. Ich bin derzeit Student und Hobbykoch, wohne in Cottbus und ja, ich habe einen eigenen Podcast, der da heißt Radio von Nordwind. Beziehungsweise ich bin ja da nur der Chef vom Dienst oder der Redaktionsleiter. Und da gibt es eigentlich in jeder Episode immer irgendwas Gekochtes, was ich bisher noch nie gekocht habe. Und damit bist du ja im Grunde, zumindest was den Teil deines Podcasts angeht, genauso unterwegs wie ich. Darum, ich höre deinen Podcast ja auch gern und bin immer fasziniert, weil du auch zum Teil sehr ungewöhnliche Kombinationen dann hast, ne? Also ich höre ja oder lese hin und wieder von den Dingen, die du so ausprobierst, und das sind halt nicht so die Standardrezepte wie mal eine Roulade ausprobieren oder so. Roulade ja ohnehin nicht, ne? Ja, genau. Ich habe ja noch ein bisschen die Besonderheit, dass ich eigentlich relativ vegetarisch lebe. Also es kommt mal vor, dass ich irgendwie, wenn Oma sowieso einen Riesentopf Fleisch gekocht hat, dann auch mal mitesse, aber ich gehe jetzt nicht in den Supermarkt und sage, ich will Fleisch. Das kommt bei mir nicht vor. Okay, aber dogmatisch, dass du sagst, das geht gar nicht oder da wird mir schlecht von oder so, das ist so schlimm, ist es dann auch nicht. Nee, sollen die anderen Leute essen, was sie wollen? Ich esse, was ich will. Ja. Ja, wenn ich selbst kochen kann, dann koche ich halt vegetarisch. Es sei denn, es gibt jetzt irgendwie massenweise Gäste, die absolut nicht vegetarisch drauf sind. Dann kann man da auch mal ein bisschen sozial sein. Naja, aber ich, so zumindest meine Erfahrung ist, die meisten, also ich fand das ganz interessant, als ich mich da mit dem Alexander vom Hoaxilla-Podcast drüber unterhalten habe, weil er sagte, die meisten Leute, wenn es zu dem Thema vegetarische Ernährung kommt, sagen, ja, ich finde das total gut und ich würde das ja auch gern machen, aber... Und dann kommt irgendeine fadenscheinige Begründung, warum sie das jetzt irgendwie noch nicht machen oder nicht machen können. Ich ging mir übrigens ganz genauso. Er hat mir das gesagt, nachdem ich ihm gesagt habe, dass meine Frau zum Beispiel das überhaupt nicht akzeptieren könnte, kein Fleisch zu essen. Ist natürlich eine total blöde Ausrede. Ich mag natürlich auch gerne Fleisch. Und ja, ich bewundere das aber. Und ich finde es eigentlich auch eine sehr vernünftige Sache, vegetarisch zu leben oder zumindest weniger Fleisch zu essen. Ertappe mich dann aber doch häufig dabei, so dann eben Fleischgerichte eher zu planen. Ja, da hatte ich dann irgendwie gut lachen, als dann diese ganzen Pferdefleisch und Elch und Schwein und sowas rauskam, dachte ich so, tja, Problem, die ich nicht habe. Euer Problem, Leute. Genau, nee, vegetarisch, wo wir schon beim Thema sind, also was ich echt befremdlich finde, sind wirklich so Fleischersatzkrams. Mhm. Also wo wirklich draufsteht, vegetarische Fleischbällchen oder sowas. Finde ich irgendwie komisch. Wenn, dann richtig. Und dann brauche ich auch keinen Ersatz dafür, sondern mache irgendwas, was halt auch sehr gut schmeckt, aber ja, nicht ersetzen. Ja, zumal es dann teilweise wirklich haarsträubende Handgriffe bedarf, dann irgendwie Fleisch zu imitieren. Ich finde zwar die Idee, oder fand sie, ehrlich gesagt, vor langer Zeit mal witzig, als das halt noch nicht so gang und gäbe war. Da habe ich zum Beispiel auf so einem Ökomarkt mal dann so einen Bratling gegessen, der dann eben auch sehr fleischähnlich aussah und auch erstaunlich so geschmeckt hat. Und das fand ich halt witzig. Aber heutzutage, da gibt es ja Produkte, wo man die auch nicht mehr viel mit Lebensmitteln zu tun haben, wo man sagt, okay, was ist jetzt schlimmer, Fleisch zu essen oder dieses hochtechnisch produzierte Ersatzprodukt zu verspeisen? Ich glaube, vom wenn man jetzt von so einem biologischen Ansatz oder von so einem, wie soll man sagen? Ja, ökologisch oder? Ja, so einen ökologischen Ansatz fährt, da sind dann diese hochtechnisch produzierten Sachen nicht viel besser. Ja, mit der Zutatenliste und irgendwie 20 Zutaten drauf. Und ich so, davon kenne ich gerade mal 5.
damit das ganze Ding, die ganze Packung nicht in Flammen aufgeht, weil sie chemisch hochgradig instabil ist. Von daher, nee. Und vor allen Dingen, ja, du sagst es schon, irgendwie mit ein bisschen Fantasie, mit ein bisschen Kenntnissen, was man wie zubereiten kann, kann man eigentlich viel coolere Gerichte dann mit Gemüsen, mit Hülsenfrüchten, mit Kartoffeln und allem möglichen herstellen. Zum Beispiel fällt mir gerade ein aus deinem Podcast auch, die gefüllten Kartoffeltaschen, was war's? Nee, erzähl du mal lieber, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Ich muss gerade mal selbst nachgucken, was du gerade meinen könntest. Also du hattest eine süße und eine Variante mit Zwiebeln gefüllt. Ja, genau. Das Ganze, also was ich gerne mache, ist einfach mal bei Chefkoch Zufallsrezept suche und mich da mal so ein bisschen inspirieren lassen. Und da bin ich unter anderem auf diese Kartoffelhörnchen, heißen sie, gestoßen. Aha. Das ist im Prinzip, also im Originalrezept, ich mach das gerade mal schnell auf und guck nach, wenn ich es gerade finde. Also es war dann so ein Kartoffelteig, ne? Aber das hörte genau, sich auf jeden Fall, als du das mit deinem Gast da verspeist hast, schön knusprig an. Das mag ich ja auch immer gern, wenn Sachen schön kross sind. Ich habe so gedacht, das müsste ich auch mal ausprobieren, auf jeden Fall. Und das ist immer gut, wenn man gerade so Kochsendungen hört oder so Kochexperimenten zuhört, ist eigentlich immer das Beste, wenn diejenigen, die es anhören, sagen, also ausprobieren würde ich das auch gern mal. Ah ja, genau. Kartoffelhörnchen im Originalrezept gefüllt mit Aprikosenkonfitur. Nee, das ist nicht ganzes Originalrezept, ne? Welches aber du hattest irgendwas Süßes auch, ja, ne? Also irgendwas mit... Genau, ich habe die verschieden gefüllt. Die einen hatte ich gefüllt mit einer Zwiebelfüllung. Die anderen hatte ich gefüllt mit, was hatte ich genommen? Marmelade. Mhm. Ja, aber dadurch, dass irgendwie schon extrem viel Zucker in dem ganzen Kartoffelteig mit drin war, hat das dann eigentlich auch sowohl mit den Zwiebeln als auch mit der Marmelade sehr gut geschmeckt, weil also Zwiebeln und Zucker ist halt schon eine Kombination, da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Ja, und auch Zwiebeln schmecken ja süß. Wenn du die anröstest, dann geht ja die Schärfe weg und da ist ja Zucker enthalten. Man könnte ja durchaus sogar, ja, wäre mal ein gewagter Versuch, eine Art Süßspeise mit Zwiebeln machen. Also es gibt ja dann auch Varianten, wo man sie dann so ein bisschen einkocht mit Rotwein oder Balsamico-Essig und dann schmecken die ja eigentlich eher wie eingemachtes Obst als wie so die Zwiebel, die man roh kennt, ne? Mhm. Genau. Ich stelle gerade fest, dass ich auf meiner Homepage das Rezept gar nicht verlinkt habe, was komisch ist. Ah. Ja, das muss ich nochmal nachholen. Ah. Ich bin übrigens, wo du das gerade erwähntest, irgendwie habe ich eine ganz leichte Abneigung gegen chefkoch.de. Weiß ich nicht, vielleicht weil sie auf der einen Seite omnipräsent sind. Ich suche ja hin und wieder auch nach Rezepten und weiß nicht, also ich habe dann so eine leichte Abneigung, wenn so monopolistische Strukturen auftauchen und egal was du suchst, der erste Treffer bei der Websuche immer irgendwie eine Seite ist. Und das ist bei Chefkoch so. Aber diese leichte Abneigung stammt eher daher, dass ich ganz am Anfang, als ich mit meinem Podcast, jetzt dem Hobbykoch-Podcast, neu war, habe ich mich auch in allen möglichen Foren und so angemeldet und dachte so, kann ich vielleicht so dezent dann mal auf meine Sachen hinweisen? Und ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in meinem Podcast erzählt habe. Auf jeden Fall haben mich die Admins da aus dem Forum ziemlich stumpf rausgelöscht. Und das finde ich gar nicht mal schlimm. Also wenn die eine AGB haben, die sagen, du kannst nicht auf irgendwelche externen Kochseiten verlinken, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber sie haben mir das nicht mal mitgeteilt. Und das fand ich halt doof. Die haben die Website aus meinem Profil rausgelöscht und dann meine Einträge auch einfach so wegeditiert. Und das finde ich halt, ja, also so ein Konkurrenzausschlussprinzip finde ich dann auch irgendwie ein bisschen albern. Und seitdem weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht die riesen Abneigung dagegen, aber komischerweise muss ich immer daran denken, wenn ich chefkoch.de höre, dass sie mich damals da so einfach mich so da zensiert haben. Ja, das kann passieren. Wie auch immer, ja. Aber das musste ich ja nicht darin hindern, coole Rezepte auf dieser Seite zu suchen, weil was deren Datenbank angeht, was die
Vielfalt an Rezepten angeht, sind sie auch wirklich schwer, im deutschsprachigen Raum schwer zu übertreffen. Das muss man ehrlich zugestehen. Mhm. So, naja gut, Chefkoch benutze ich eigentlich auch eher so als Inspirationskrams, beziehungsweise wenn ich mal wirklich gar nicht weiß, wie ich jetzt irgendwas zubereite. Was hatte ich denn mal? Grünkernbällchen oder sowas hatte ich da gefunden. Da habe ich dann aber noch, also von Chefkoch ausgehend, viel mehr Recherche betrieben, um mal zu sehen, was ist das, wie mache ich das und so weiter und was gibt's da noch. Genau, man guckt sich dann mehrere Rezepte an, wenn man jetzt eine Sache sucht, wie zum Beispiel Grünkernbällchen oder Bratlinge oder sowas, dann sucht man und dann guckt man natürlich auch auf die Chefkoch-Seite, wo vielleicht 5 oder 10 Leute da Rezepte geschrieben haben. Und ich mache dann meistens auch so einen Querschnitt aus den Rezepten. Genau, das. Ja, manchmal sind die Rezepte auch ein bisschen komisch und wirklich schlecht geschrieben. Also das erkennt man dann auch, wenn man so mehr und mehr Erfahrung hat. Gerade wenn die Leute, also geht mir ja selbst auch so. Bis vor kurzem hatte ich ja keine Küchenwaage, weil ich immer so aus dem Handgelenk die Sachen abgewogen habe. Das funktioniert auch gut, wenn man das eine Zeit lang macht. Aber es ist natürlich total schwer, dann jemandem ein Rezept zu erzählen und dann vom groben Abschätzen auf irgendwelche Grammangaben überzugehen, kann auch schon mal nach hinten losgehen. Und manchmal sieht man das den Rezepten wirklich an. Das stimmt. Ja, ich habe, was ich vorhin noch sagen wollte mit den Zwiebeln, es gibt auch Zwiebelmarmelade, die dann... Aha. Also man schmeckt die Zwiebel als solche nicht wirklich raus. Es ist halt irgendwie süß. Wenn du Erdbeeren reinschmeißt, dann schmeckst du viel mehr die Erdbeeren raus. Aber Aha. Es streckt eben so eine Marmelade. Wenn du irgendwie mal kochen willst und hast nicht genug Erdbeeren da, aber Zwiebeln, dann geht das halbwegs. Aha. Ja, spannend. Aber so eine leicht würzige Note kommt da ja sicher schon noch durch. Ne? Also ist ja nicht so, dass Zwiebeln keinen Eigengeschmack haben. Nee, ich habe die mal probiert, aber es ist relativ angenehm. Und man findet natürlich bei Chefkoch ein Rezept dafür. Ja, ich habe jetzt auch das Rezept gefunden von den Kartoffelhörnchen. Mhm. Genau, können wir nachher nochmal verlinken, wen es interessiert. Genau, am besten baust du es in deine Seite ein und da verlinke ich sowieso auf Radio von Nordwind. Dann können ja alle, weil du ja ohnehin schon mehrere Rezepte verblockt oder verpodcastet hast, da mal so ein bisschen durchstöbern. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es wirklich auch zum Teil ganz ungewöhnliche Sachen sind. Genau. Ja, aber ursprünglich die eigentliche Idee, jetzt sind wir halt ganz schön abgeschwiffen, war ja, wir haben uns ja sowieso schon hin und wieder mal ausgetauscht, aber du hattest nach der Folge, die ich zum Thema Küchenausstattung gemacht hatte, bei mir gemeldet, dass du da auch ein paar Erfahrungen hast und ein paar Ideen, gerade was Messer angeht, wenn ich mich da richtig erinnere. Ne? Genau. Da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Ja, ich studiere ja Maschinenbau und als Maschinenbauer hat man ja generell so Freude an schönem Werkzeug. Ja. Und so ein ordentliches Messer ist dann natürlich das wichtigste Werkzeug in der Küche. Man kann echt viel weglassen, aber ohne Messer ist ganz arg. Naja, und hat auch da mal im Studium einen Kumpel gehabt, der hat mich da mit diesem Messervirus so ein bisschen infiziert. Habe ich überhaupt mal nachgelesen, wie sich das dann so verhält, mit welchem Messer und so weiter, was es da so gibt. Ja, und über den hatte ich dann auch mein erstes richtiges Kochmesser bestellt. Das ist ein von Wenger, also diese Schweizer Firma ist die Tochter von, wie heißt denn, Victorinox, also die halt die Original-Schweizer Messer herstellen. Und da sieht man mal wieder, einmal ordentlich eine Marke kaufen, die bewährt ist und dann hält das Ding auch. Mhm. Ja, und ist ein 26 cm lange Klinge, relativ breit, gelber Plastikgriff, sieht jetzt nicht unbedingt wirklich hübsch aus, aber lässt sich super schleifen und hat eben eine schön schwere Klinge, die halt hinten abgerundet ist auf dem Rücken, das finde ich sehr schön, kann man auch mal ordentlich raufdrücken, ohne dass es dann so unangenehm in die Haut reindrückt, weil noch gerade oder sowas ist. Ah ja. Genau, das finde ich. Ja, das ist bei manchen Messern hat man das so, ne? Wenn man dann doch nicht nur den Griff als Druckpunkt nimmt, sondern auch auf der Schneide, beziehungsweise auf der Rückseite der Schneide drückt, dass das so in die Haut reindrückt, ne? Genau, ja, und weil es halt so lang ist und natürlich auch leicht gekrümmt, geht das Ding auch noch im Prinzip als so Wiegemesser so ein bisschen durch. Ist nicht ganz eine Wiegemesser, aber es reicht für die groben Sachen. Mhm.
Genau. Ja, das ist ja ohnehin mit allen Messern so eine Schnitttechnik, dass man beim Schneiden, wenn man jetzt gerade viele Schnitte machen muss, sondern nicht nur ein Stück durchtrennen muss, dass man die Klinge dann, dass man schneidet, die Klinge auf der Rückseite, auf dem Schneidebrett oder auf der Schneidefläche aufliegen lässt und dann mit diesem Wiegebewegungen sich durch das Schnittgut arbeitet, so dass man eben nicht wieder das Messer komplett hochhebt und immer wieder ansetzt, sondern mit so einer kontinuierlichen Bewegung und auch relativ zügig, wenn man vorsichtig ist, dann seine Stücke schneiden kann. Ne? Ja, genau, wenn es scharf genug ist. Genau, ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn man da sich dann durchdrücken oder durchquälen muss, dann ist das alles nichts. Ja, ich habe mir, wann war denn das? Mitte April hatte ich mir ein neues Messer bestellt. Ein Hoshu-Messer aus Japan müsste es kommen. Aha. Und das ist jetzt da. Also frisch geschliffen und so weiter. Hat auch Schärfservice und so weiter. Kann ich zweimal einschicken für kostenlos. Mhm. Ja, da habe ich Zwiebeln geschnitten. Also wirklich extrem fein und mit dem Gesicht so 5 cm in der Nähe davon gehangen und natürlich keine Tränen, weil es einfach nur schneidet und nicht drückt. Das ist ja. Das hatte ich ja in dieser Folge auch erwähnt. Genau. Gerade bei den Zwiebeln fällt es einem auf, weil wenn man mit so einem Messer mit einer stumpfen Klinge, wo man praktisch drauf reiten kann, eine Zwiebel schneidet, natürlich, dieser Effekt ist ja das. Die Zwiebelzellen, wenn man sie zerdrückt, dann zerplatzen und dann diese chemische Reaktion stattfindet, die dann diese reizenden Stoffe freisetzt. Und wenn man eine richtig scharfe Klinge hat, erstmal macht es unheimlich Freude. Wenn ich so neue Messer habe, ich werde dich gleich nochmal fragen, weil das Thema Schleifen ist mir eher fremd. Aber wenn ich neue Messer habe, die noch richtig gut schneiden, dann freut mich das immer, wenn ich so dünne Scheiben schneiden kann. Also man kann dann ja mit einem richtig guten Messer Stücke schneiden, wo du dann richtig durchgucken kannst, ne? Egal, was du eigentlich schneidest. Aber leider fehlt mir so ein bisschen die Fähigkeit, das kontinuierlich beizubehalten, diesen Stand, egal wie hochwertig die Messer sind, weil Messer ja grundsätzlich einer Pflege bedürfen. Es ist nicht so, auch wenn du ein teures Messer kaufst, dass das immer scharf bleiben wird, ne? Ja, naja gut, es gibt ja jetzt diese Rattenzahnmesser, die sind auf einer Seite mit Teflon beschichtet, wenn ich mich nicht irre, und auf der anderen Seite eben nicht. Und dadurch, dass man die halt einfach nur benutzt, reiben die sich auf der nicht beschichteten Seite ab und erhalten dadurch so ein bisschen ihre Schneidleistung bei. Mhm. Das ist immer noch so ein bisschen Hightech, ein bisschen teuer, sieht aber geil aus, weil es auf einer Seite komplett schwarz ist. Ah, okay. Ist aber letztendlich nicht so scharf wie ein wirklich scharf geschliffenes, frisches Messer von einem richtigen Schleifer, der sich auskennt. Aber dafür muss man es halt echt lange nicht schleifen. Und das würdest du aber auch jemanden machen lassen, weil ich hätte jetzt angenommen, dadurch, dass du halt diese technischen Kenntnisse hast, vielleicht auch dieses Schleifen selber machen kannst. Ja. Also ich habe mir mal vor einiger Zeit, als es so anfing mit den Messern, ein Schleifset geholt. Mhm. Von Spyderco oder sowas heißen die. Das ist einfach nur ein Plastikblock, kann man so sagen. In den werden 2 Schleifsteine reingesteckt in einem Winkel, dass sie einen V bilden. Ah, ja, ja. Und dann zieht man die halt abwechselnd am rechten und am linken Schleifstein runter. Kann damit eben 2 verschiedene Schneidenwinkel von entweder 30 oder 40 Grad müssen das sein, an der Klinge herstellen. Und hat auch 2 verschiedene Körnungen, also einmal grob und einmal Feinschliff. Mhm. Ja, also das reicht dann eigentlich schon aus für Rasiermesserschärfe. Okay. Nee, aber für die einfachen Küchenmesser, also das, jetzt muss ich mir überlegen, das große Gelbe hat, glaube ich, mal 30 oder 40 Euro gekauft, hatte ich mir zum Geburtstag gewünscht. Und für so ein Messer ist das eigentlich komplett ausreichend. Und naja, also die Handhabung ist davon echt einfach. Nimmst das Messer, ziehst es halt irgendwie zu dir hin und nach unten am Schleifstein vorbei und das war's im Prinzip auch schon. Ja, und für die Güte, die ich erreichen will, reicht das vollkommen aus. Mhm. Mich würde ja immer noch interessieren, es gibt ja dann eben diese Schleifsteine oder verschiedene Arten zu schleifen und dann gibt es ja noch diesen Wetzstahl. Genau. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da ja eher darum, so kleine Beulen oder Verbiegungen in der Klinge
erstmal wieder gerade zu ziehen, genau, die durch das Schneiden entstanden sind. Ja, also man kann sich vorstellen, wir haben so einen Stahl, das ist erstmal egal, was für ein Stahl das ist, wenn wir den anschleifen, dann bildet sich irgendwo ein gewisser Grat aus. Also, ja, kennt man eventuell aus der Holzbearbeitung oder aus der Stahlbearbeitung, wenn man schon mal gemacht hat. Und dieser Grat, mit dem kann man schon mal ganz gut schneiden, weil das ist, also so ein Grat, der weiß man ja, der reißt irgendwie alles weg. Mhm. Der ist so fein, dass man den auch mit dem Auge nicht sehen kann. Aber ja, der Grat nutzt sich halt ab, der geht am besten auf Glasoberflächen oder sowas, das ist dafür ganz ideal. Geht er dann nach rechts und links weg und wird halt stumpf und schneidet nicht mehr so schön. Und dann bei weichen Messern reicht es einfach aus, mit einem Abziehstahl das Ganze wieder aufzurichten. Bei härteren Messern, zum Beispiel diese japanischen Hoshō-Messer oder sonstiges in dieser Kategorie, mit richtig gehärtetem Kohlenstoffstahl und so ein Krams, den kann man dann nicht mehr einfach aufrichten, sondern da muss dann halt wirklich geschliffen werden über eben Schleifsteine. Mhm. Ja, und weil ist das bei diesen japanischen Messern, die du da erwähnt hast, auch so eine Art Damaststahl, also mit zwei Materialien, die ineinander verschmiedet werden? Ja, genau. Also so ist es zumindest bei dem, was ich habe. Ich denke mal, bei den anderen, die es also gibt, wird es nicht viel anders sein. In der Mitte ist halt ein extrem harter Stahl. Und außen drumherum sind eben eine Lage weicher Stahl für Flexibilität also und so weiter. Genau, also um diese beiden Eigenschaften Härte und Flexibilität möglichst zu kombinieren. Ne? Genau, und der innere Stahl, der ist halt nicht rostfrei oder höchstens rostträge. Ja, und der äußere Stahl, der ist dann eben meistens rostfrei. Ah, dann könnte es einem sogar im schlimmsten Fall passieren, dass einem, wenn man es jetzt nicht pflegen würde, die eine Schicht dazwischen wegrostet? Oder ist das eher unwahrscheinlich durch die dünne, also diese Feinheit der Schicht? Das müsste man ausprobieren. Ich glaube, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja, denke auch. Also weil so wer sich so ein hochwertiges Messer kauft, der benutzt es auch einfach. Und da wird wahrscheinlich der Abrieb und die ständige Beanspruchung auch dafür sorgen, dass man es entsprechend sowohl reinigt als auch mechanisch so beansprucht, dass sich da keine Korrosion reinsetzt. Ne? Genau, ja, und da gibt es dann halt eben diese Tipps, dass man am besten sein hochwertiges Messer nur mit lauwarmem Wasser und am besten ohne Geschirrspülmittel und schon gar nicht in den Geschirrspüler packt. Ja, aber klar, ja, da sind natürlich dann die harten Salze im Geschirrspüler. Genau. Da hat man dann schnell weniger Messer. Ja, ich hatte noch mal ein bisschen recherchiert und da meinte auch jemand, dass es schon mal dazu kommt, dass dann die Messer Klingen gegen anderes Metall reiben können. Also ich weiß ja nicht, wie bei dem der Geschirrspüler aussieht, aber naja, wenn Metall auf Metall reibt, dann wird das eine Metall natürlich stumpf. Das lässt sich nicht vermeiden. Und was halt wirklich noch dazu kommt, ist aber dann Messer in so Besteckschubladen. Am besten natürlich mehrere Messer in der gleichen Schublade, da reiben sie natürlich aneinander. Sollte man verhindern mit einem Messerblock oder eventuell auch mit einer Magnetleiste an der Wand. Ja, das hält schon mal ein bisschen mehr die Klinge scharf. Ah, oh, dann habe ich ja mal was richtig gemacht. Ja, Messerblock. Ich habe übrigens noch eine schöne Sache gehört mit zum Thema Schleifen. Hatte ich jetzt, bevor wir uns unterhalten haben, überlegt. Und da hatte ich noch eine schöne Sache gelesen mal vor längerer Zeit. Und zwar, man kann natürlich dann viel investieren in Schleifsteine und Equipment zum Schleifen. Und da habe ich von einem Chinesen eine Biografie gelesen, spielt jetzt auch keine Rolle genau, was das ist. Aber da gab es eine Stelle, wo sie dann in mehr oder weniger in der Einöde ein Messer schärfen mussten, weil sie eben Fleisch hatten und entsprechend das zerteilen mussten. Und da fand ich ganz spannend, der hat von den Essschalen, und es gibt ja bei jedem Porzellangeschirr unten diese Seite, wo das in der Manufaktur aufgelegen hat beim Brennen, also wo keine Glasur dran ist. Genau. Und an dieser Stelle kann man auch Messer schleifen eigentlich. Ja, das ist richtig. Also es reicht aus für einen groben Schliff, wenn man jetzt nicht das hundertprozentige, ich will mich gerade mal rasieren, Messer haben will, wenn man auch gerade keinen Stein in der Nähe hat, also keinen nach Schleifstein, dann ist das vollkommen ausreichend. Könnte halt ein bisschen lange dauern, wenn es zu fein ist. Ja,
Beziehungsweise wenn das Messer zu stumpf ist. Ne? Also genau. Es kommt natürlich immer darauf an, von wo aus man startet. Aber ich mag halt solche, ich muss dann immer an Douglas Adams denken, Emergency Techniques, also wo du halt nicht in den Laden gehst und irgendwie für welchen Betrag auch immer irgendein Teil kaufen musst, sondern du hast es im Haus, du musst es nur wissen, dass du das benutzen kannst. Hm. Nee, ich hatte auch mal irgendwie in so einer Survival-Serie gesehen, da hat dann derjenige, der da überleben musste, was hat er denn, einen Quarzstein genommen, den irgendwie zerstoßen und dieses Pulver, was er da rausgekriegt hat, auf einen Ast geschmiert und hat dann darüber sein Messer gezogen, aber naja, das waren irgendwie so ganz grobe Stückchen und ich glaube nicht, dass das wirklich was gebracht hat. Okay. mag auch funktionieren, aber ja, nicht in der Form, wie es gezeigt wurde. Also echt viel feineres Pulver, so wirklich, naja, ganz kleiner als Mehl eigentlich am besten noch und dann ja, und naja. Vor allen Dingen natürlich, ne, jetzt im Vergleich, bevor ich jetzt losgehe und Steine zertrümmere, ja, gut, der hatte eine ja Tasse gar nichts. Oder einen Teller oder so, gut, der hatte gar nichts im Wald. Genau. Also wenn die Zombie-Apokalypse hereinbricht, ja. Und wir alle in den Wald geflüchtet sind, dann müssten wir eventuell auch Steine zertrümmern. Ja, dann kann man aber auch wieder Steinklingen nehmen, wenn man denn die richtigen Steine hat. Stimmt. Aber so Feuersteine sind auch gar nicht so selten, ne? Genau. Sind halt nur wieder ein bisschen spröde. Da muss man aufpassen. Das ist alles so ein Plus und für und wieder so. Ja. Also da würde ich, glaube ich, auch in der Situation eher auf Rohkost umsteigen und einfach so von der Rübe abbeißen. Genau. Ich überlege gerade, ob ich noch was zu messern habe. Sonst hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir mal in einen anderen Bereich umsteigen. Ja, gerne. Hast du eine Idee? Ich wollte noch ein bisschen ranten über meine Küche. Oh ja, da steige ich dann mit ein, aber du fängst an. Genau. Und zwar also über meine Küche. Also deine Küche kenne ich ja gar nicht, aber. Ja. Und zwar, ich wohne hier in einem Studentenwerk. Und da ist alles schon so fertig eingerichtet gewesen, wenn man einzieht. Das heißt, man stellt hier im Prinzip nur noch so ein bisschen ja seine Technik rein. Ansonsten ist das Ding voll möbliert, hat einen Kühlschrank in der Küche und zwei Kochplatten. Die beiden Kochplatten sind Elektrokochplatten, also da ist nichts mit Induktion oder sowas. Das ist halt, wie man so einen Campingkocher kennt. Braucht seitdem zufolge ewig, um irgendwie mal warm zu werden und dann irgendwie auch einen Topf warm zu kriegen. Dann wurden die Dinger natürlich intelligenterweise genau über dem Gefrierfach vom Kühlschrank angebracht. Das heißt, wenn der Heizer richtig Temperatur macht oben, dann tauen die ersten Sachen, die oben liegen, im Gefrierfach. Also kann man, wenn man es wenn jetzt Sommer ist und sowas, dann kann man gerade noch eine Pizza unten kühl halten, aber mehr auch nicht. Und was noch so, ja, Fenster ist nicht drin, aber das lässt sich halt nicht verhindern, wenn man in den anliegenden Zimmern Fenster haben will. Belüftung ist im Prinzip auch noch vorhanden. Die ist ganz komisch geregelt. Da drückt irgendwie die Abzugshaube drückt erstmal nach oben und zieht so ein bisschen das grobe Fett raus. Und danach kommt aber diese Luft über einen zweiten Ansauger in den eigentlichen Abluftkanal. Das ist auch ganz komisch geregelt. Und natürlich alles irgendwie viel zu klein. So Vorratanlegen ist nur begrenzt möglich, aber naja, man muss sich da irgendwie arrangieren. Ja. Hast du Mitbewohner noch? Genau, wir haben hier zwei Personen, im Prinzip eine WG, jeder hat so ein Zimmer und dann teilen wir uns Bad und Küche. Und das geht aber, weil das ist ja auch immer Konfliktpotenzial, gerade weil der Raum im Kühlschrank begrenzt ist und wenn ich so höre, zwei Kochplatten, wenn jetzt doch mal ja mittags oder abends beide was kochen wollen, dann kann ja im Grunde, ja, muss man nacheinander kochen, ne? Anders geht das fast gar nicht. Genau, da muss man sich halt mal arrangieren. Genau, aber was dazu kommt, ist, dass ein Backofen oder sowas ist halt nicht drin. Und wir haben aber Gott sei Dank, da hat mein Mitbewohner mal eine Kombination aus Mikrowelle und Backofen und Grill spendiert. Die steht jetzt auf der Arbeitsplatte. Und das heißt, dass wir im Prinzip keine Arbeitsplatte mehr haben, weil einfach kein Platz mehr ist. Und der Esstisch, der auch noch drin steht, der auch an der Wand festgeschraubt ist, der ist ungefähr 80 Zentimeter hoch oder sowas. Oh, okay. Ja, und da bin ich Gott sei Dank mal irgendwann drauf gekommen, einfach ein großes Holzbrett, irgendwie so 40 mal 40 Zentimeter, was ich immer als Schneidbrett benutze, das Ding über die Spüle zu legen und so zu drehen, dass das nicht reinfallen kann. Und damit habe ich auch wieder eine halbwegs akzeptable Arbeitshöhe.
Aber da muss man echt improvisieren, weil wir haben einfach keinen Platz, da irgendwas auf Arbeitshöhe zu schneiden. Das heißt, ihr könnt jetzt wunderbar Sachen mit Käse überbacken und auch mal was, vielleicht was schnell grillen. Genau. Aber so Arbeitsfläche ist doch wirklich Gold wert. Ne? Also wenn ich so bedenke, in meiner Küche ist es ganz ähnlich. Das heißt, die Situation hat sich schlagartig gebessert, als meine Mikrowelle ihre Funktion eingestellt hat und ich gedacht habe, zum Glück, weil ich habe das mehr oder weniger gekauft und dann festgestellt, dass Mikrowellen mehr oder weniger, ja, wie soll ich sagen, jetzt hören vielleicht wieder Menschen zu, die auf Mikrowellen schwören und das total gut finden, aber ich habe festgestellt, dass es außer schnell was warm machen, was man in den meisten Fällen auch anders lösen kann, nichts bringt. Und dann ist das Ding kaputt gegangen, ich habe es weggeschmissen und ich hatte wieder mehr Platz zum Schnibbeln und Schneiden und auch mal Sachen zur Seite zu stellen. Ich habe das auch schon gesehen bei anderen Leuten, die hier im Prinzip die gleiche Küche haben. Bei denen haben sie dann einfach ein Brett an die Wand geschraubt mit ein paar Winkeln und die Mikrowelle draufgestellt. Mhm. Ja, das hätten wir im Prinzip auch machen können. Wir sind da wahrscheinlich einfach zu faul für. Und solange wir da ein anderes Brett über die Spüle legen, passt das ja auch. Was ich noch sagen wollte, war eben mit den Elektroherden, ne? Weil das, wir haben ja auch einen Elektroherd. Heutzutage haben ja alle die entweder noch die Ceranfelder oder schon Induktionsherde. Aber Elektroherde, das ist mir aufgefallen, wir hatten das damals in München gekauft und wollten dann in einem so einen Drogeriemarkt so ein Zeug zum Reinigen dieser Platten kaufen. Mhm. Und da haben die uns schon gesagt, oh, das haben wir hier gar nicht mehr im Sortiment, sucht mal da. Und dann sind wir unheimlich lange rumgelaufen, weil scheinbar, ja, das scheint sich nicht mehr zu lohnen, nicht mal diese trivialen Pflegepasten da für diese Elektroherdplatten zu verkaufen. Aber wir haben halt auch noch so ein Ding. Aber man gewöhnt sich dran irgendwie an das Kochen, finde ich. Es hat, finde ich, auch Vorteile. Ich denke, wenn ich irgendwann mal umsteigen werde von Elektroherd auf irgendwie ultramodernen Induktionen, werde ich vermissen, dass man sich so ein gewisses Timing angewöhnt. Zumindest geht das mir so, dass ich den Herd ausschalte, weil ich weiß, die Platte bleibt noch so und so lange so heiß. Das reicht, um das noch zu Ende zu garen oder so lange warm zu halten, bis ich das servieren möchte. Und die Induktionsplatten sind ja, glaube ich, ziemlich, oder die Induktionsherde sind ziemlich direkt, glaube ich. Genau. Es braucht halt eben auch eine gewisse Zeit, bis es warm wird. Das muss man halt einkalkulieren können und wenn man das zum ersten Mal macht, dann kann es doch gerne mal passieren, dass man sich echt verschätzt. Ich mag ja so, also es hat ja auch so was Entschleunigendes, ne? Du machst halt den Herd an, beim Induktionsherd macht der einfach sofort, gibt der sofort Stoff der Topf und alles da drin ist sofort knallheiß, wenn du es halt voll aufdrehst. Du kannst es natürlich auch klein drehen, aber bei diesen Elektroherden ist es halt das Äquivalent zu, ich lege jetzt ein paar Scheite Holz auf und dann gucken wir mal in ein paar Minuten, hat das eine Wärme erreicht. Und ich finde es halt schön, du tust dann Öl in deinen Topf und das wird dann so langsam warm. Währenddessen kann man vielleicht irgendwie Zwiebeln klein schneiden. Und wenn du die fertig geschnippelt hast, dann ist das Öl auch so heiß, dass man da dann die Zwiebeln drin andünsten kann. Das sind halt so Gewohnheiten, genauso so Sachen wie Reis. Da muss man ja im Grunde nur Reis und Wasser im richtigen Verhältnis in den Topf schütten. Ich würde jetzt so sagen, grob 1:1. Das einmal aufkochen und dann schaltest du so einen Elektroherd aus. Und die Restwärme reicht eigentlich, um den Reis perfekt zu garen. Da brennt auch nichts mehr an oder so. Du kannst diese Herdplatte dann einfach so laufen lassen, lässt den Topf drauf und der Reis ist dann nachher super. Also wer keinen Reiskocher hat, und das wird, denke ich mal, in den meisten Fällen sein, und sich immer darüber ärgert, dass der Reis nichts wird, kauft euch einen Elektroherd, Leute. Damit geht das super. Ja, was ich mich nur frage ist, also ich glaube, du hattest auch einen Wok, oder? Jein, ich habe einen Wok, weil meine Frau hat einen beschichteten Wok gekauft. Das ist aber ein Paradoxon. Weil mit der Teflon-Beschichtung kannst du den gar nicht auf die Temperatur bringen, auf die du einen Wok bringen möchtest.
Nee, und der Wok hat er dann unten irgendwie noch eine, ja, so eine platte Fläche oder wie hält der dann auf dieser? Mhm. Also dieser spezielle Wok ist halt so ein Schickimicki, ich mach mal was asiatisches Kochdings. Ja, weil du brauchst ja am Ende irgendwo mal bei diesen Elektroherden, ist ja keine Induktion, du brauchst Kontaktfläche zwischen Metall von Topf und von der Herdplatte. Und die hast du ja mal bei so einer Halbkugel nur mal im Prinzip nicht. Mhm. Und deshalb habe ich mich gewundert, wie man auf so einem Ding mal einen Wok betreiben sollte. Also, ja, und da fiel mir halt bis auf dieses halb angeplattete nicht wirklich was ein. Mhm. Das ist auch so. Wok ist ja ursprünglich für Öfen, die entweder mit Kohle beheizt werden oder jetzt im modernen asiatischen Raum mit Gas betrieben werden. Da kannst du natürlich die Hitze an diese runde Unterseite bringen, wie es sein soll. Bei den flachen Herden, ich weiß nicht genau, ich habe auch schon mal eine Sendung gesehen, in der auf einem Induktionsherd so ein wirklich runder Wok eingesetzt wurde. Es kann sein, dass bei dieser Induktionsgeschichte, weil das ja ein elektromagnetischer Effekt ist, dass es da wirklich auch funktionieren kann mit so einem runden Ding. Aber praktisch ist es nicht, weil du diesen Topf dann, diesen Wok kontinuierlich festhalten musst, sonst eiert er dir halt durch die Gegend. Mir ist auch fast so, als hätte ich schon mal irgendwie so eine Halterung gesehen, die waren irgendwie aus Keramik oder sowas. Mhm. Also irgendwas Feuerbeständiges, nicht Metallisches. Aber da könnte ich mich jetzt auch täuschen, nur ich interessiere das mich kann jetzt. Kann sein, das gibt es, glaube ich, für alle Härtearten aus unterschiedlichsten Materialien, weil so Ringe habe ich auch schon mal gesehen. Also Keramik habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber zumindest so Metallringe werden zu diesen runden Wok-Typen mitgeliefert. Häufiger ist aber mittlerweile von den großen Herstellern, dass sie einfach sich da dem Trend anpassen, dass die Herde bei uns im mitteleuropäischen, wenn nicht im gesamteuropäischen Raum flach sind, dass sie einfach direkt Modelle herstellen, wo der Boden flach ist. Ja, wichtig ist halt eben nur, dass man eben keinen beschichteten Wok nimmt, sondern metallische Woks, weil man möchte die Dinger richtig knallheiß machen und das verträgt sich halt nicht mit solchen Teflonbeschichtungen. Die werden halt, die lösen sich halt bei hohen Temperaturen, wenn nichts drauf ist, in ihre Bestandteile auf und setzen Stoffe frei, die man nicht in seinem Essen haben möchte. Ja, naja gut, ich habe auch gehört, dass Teflon im Prinzip so ausgeschieden wird, wie es aufgenommen wird, aber muss ja nicht sein. Habe ich auch gehört. Da geht es aber mehr um den Aspekt, wenn du mit dem Pfannenwender, wenn du jetzt mit einem Metallpfannenwender in so eine Teflonpfanne gehst und da so ein paar Splitter abschabst, das Teflon an sich ist inert, zumindest was die Verdauung angeht. Das heißt, es wird vom Körper höchstwahrscheinlich, muss man sagen, an keiner Stelle, weder durch die Säuren im Magen noch sonst irgendwo durch Enzyme oder so, in den Körper reingebracht. Das heißt, es geht genauso raus, wie es reingekommen ist. Schlimmer ist es halt eben, wenn du so eine Teflonpfanne hoch erhitzt und nichts reintust, sprich, die Hitze wird nicht weitergegeben an irgendein Gargut, dann könnten Temperaturen entstehen, die das Teflon zersetzen. Da bin ich aber leider jetzt zu wenig Chemiker, um dir sagen zu können, ob da wirklich relevante Prozesse stattfinden, ab welcher Temperatur das dann kritisch wird. Und ich glaube, wenn du so eine Pfanne so hoch erhitzt, dass es wirklich gefährlich wird, dann riecht und sieht man das auch. Dann verändert die sich wirklich sehr deutlich. Naja, also Metall glüht erst ab ein paar hundert Grad und das ist eher selten auf dem Herd zu erreichen. Das stimmt, ja. Bevor ich da jetzt irgendwas Falsches behaupte oder irgendwelche Halbwahrheiten verkünde, bin ich eher bereit zu sagen, dass das schon relativ sicher ist. Also ich habe ja auch eine Teflonpfanne. Ich mag halt nur lieber so Materialien wie Eisen, Holz, Glas, sowas. Das kann man besser beurteilen als irgendwelche Kunststoffe. Da weiß man halt nie, ob sich dann im Nachhinein nicht noch herausstellt, ob da Substanzen dann doch an die Nahrungsmittel abgegeben werden. Hm. Genau, ja. Also ich habe ja hier nur eine Teflonpfanne.
und dann zwei Edelstahltöpfe, einen großen, einen kleinen. Mhm. Ja, und das war's dann auch schon an Töpfen und Pfannen. Und irgendwie ja, das reicht das auch. Ja, genau, das reicht irgendwie aus. Hin und wieder ist noch praktisch so Backform beziehungsweise so ein kleines Blech für den Ofen. Aber mehr braucht man eigentlich nicht wirklich für die Grundausstattung. Damals, als ich noch in einer WG gewohnt habe, hatten mal einem anderen Mitbewohner zum Beispiel eine Pfanne für Krebs geschenkt. Ja. Ich sag mal, der hat sich so mittelmäßig gefreut. Also, weil er genau wie die meisten Menschen gesehen hat, man kann das Ding maximal für Krebs verwenden. So wie das Ding produziert war, vermutlich aber nicht mal für das. Nee, das Schlechteste, was ich mal gesehen hatte, irgendwo in einem Fernsehbeitrag, das war ein Crepe-Pfannengerät, also nicht nur eine Pfanne, sondern gleich ein Gerät da dran. Mhm. Das hast du, also hat einen Stecker dran, hat sich dann eben erhitzt auf dieser Seite und die war schon so leicht gewölbt. Eben diese Seite hast du dann in den Crepe-Teig reingetunkt und das, was daran kleben blieb, das war natürlich hauchzart und so weiter und alles schön. Aber das Gerät war einfach mal riesengroß und hat unglaublich viel Platz weggenommen und man macht ja nun mal nicht wirklich, weiß ich nicht, dreimal in der Woche Krebs, sondern irgendwie, naja, einmal in 3 Wochen vielleicht. Mhm. Also kein Verhältnis von irgendwie Nutzen zur Platzwegnahme. Mhm. Und da brauche ich dir ja auch nichts erzählen, dass wahrscheinlich so ein Heizelement, eine beschichtete Oberfläche und irgendeine Form sich relativ zügig produzieren lassen. Genau. Ich hatte das jetzt neulich, ich plane ja noch eine Sendung, die ich gerne für meine Tochter machen möchte. Ist zwar so ein Trendthema, aber ich finde es eigentlich doch ganz nett. Cake Pops ist so eine Mode, ja. Also so Kuchenlollis. Und da gibt es 2 Varianten. Einmal, man nimmt Kuchenreste, das finde ich ganz gut, wenn der Rührkuchen schon so ein bisschen trocken geworden ist, dann kann man den nochmal mit ein bisschen Frischkäse, Butter und Zucker zu so einer Teigmasse zurückgewinnen und daraus dann halt Bälle formen und die dann nochmal mit Schokolade und allem möglichen Glitzerkram versehen. Und dann gibt es die Variante, die in die Richtung geht, wie wir es eben hatten, so eine Art Waffeleisen, wo man diese Stiele reintut und dann Teig. Und dann hat man halt so kugelförmige, lolliförmige Kuchendinger. Und dieses Prinzip findest du in so vielen Varianten, dass ich mich frage, also ich meine, Sandwich-Toaster hat wahrscheinlich jeder schon mal gekauft. Dann feiert man irgendwie ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate, das Sandwich-Fest und genau. Macht in allen Varianten dann Sandwiches. Und ja. Irgendwann kannst du sie nicht mehr leuchten sehen und dann wandert das Ding in den Schrank. Aber dieses Prinzip Heizelement und irgendwas drin aufbacken, findest du halt regelmäßig immer wieder irgendwo aufleuchten. Und ich würde mich nicht wundern, wenn viele Menschen, die große Küchen haben, da 5 bis 10 verschiedene Geräte haben, um irgendwas zwischen 2 Teflon-beschichteten Form-Dingern aufzubacken. Genau, ja, diese Cake Pops, die hatte letztens mal mein Bruder mit seiner Freundin gemacht. Die mussten aber gekühlt werden. Also ich weiß nicht fast genau, welche Methode das jetzt war. Irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich die aus Kuchenresten und Butter und Frischkäse. Mhm. Weil Butter und Frischkäse, kannst du dir ja vorstellen, wenn die warm werden, dann zerlaufen die irgendwie. Genau, ne, und die gab es dann halt in Schokolade getaucht auf so ein, ja, was war das, Papp irgendwie Stielchen. Mhm. Kann man mal machen, aber. Ja, ich glaube, der Hauptreiz liegt darin, das dann hübsch zu dekorieren, ne? Dann genau. Mit verschiedenen Schokoladen und Perlen und was es da alles so gibt, zu dekorieren. Und das kann man halt schön mit Kindern machen. Ja, die waren dann auch passend zum Geburtstag in der entsprechenden Anzahl in so eine Styropor-Tafel reingesteckt worden und schön dekoriert und sowas. Also das Pendant zur althergebrachten Torte mit Kerzen drauf. Ja, meine Tochter hatte da von ihrer Oma so ein Buch geschenkt bekommen. Da kann man natürlich alle möglichen Tierchen und alle möglichen Ornamente da draufsetzen. Und warum nicht, ne? Mhm. Kann man einen netten Nachmittag mit verbringen. Genau, ne? Und ich habe ja letztens mal echt nur zufällig den Sandwichmaker von uns wieder in der Hand gehabt. Den hat mein Mitbewohner hier mitgebracht.
der kommt vom Teleshop. Und es ist so scharf, das Ding hat noch eine Wählscheibe auf dem Logo. Ja. Aha, schön. Also ich kann mich aber, ich wohne jetzt glaube ich so knapp 4,5 Jahre wohne ich in der WG und es gibt immer mal so diese Phase, wie du gesagt hast, mal so hier mal da mal ein Sandwich, aber dann irgendwie echt 6 Monate nicht mal das Ding angerührt und dann verstaubt es in der Ecke. Mhm. Kann man übrigens auch Spiegeleier drin machen. Also man kann da wirklich auch ganz spannende, bizarre Dinge mit anstellen. Aber gut, das wäre, glaube ich, ein Podcast für sich. Übrigens auch ein Podcast für sich wäre, wo du es gerade erzähltest, sowas wie WG-Relikte. Sowas, was schon da war, als du dahin kamst. Genau, ja. Bei uns in der WG waren das zum Beispiel Gewürze. Ich habe tatsächlich heute, ich muss mal überlegen, ich glaube, ich habe tatsächlich heute noch ein großes Glas mit Kümmelsaat, das ich damals aus der WG mitgenommen habe. Das müsste jetzt also mindestens 10 Jahre alt sein. Und aber ich glaube, es gibt in jeder WG in Deutschland so Sachen, so Relikte, die einfach da sind und die, wo sich auch niemand trauen würde, das mal irgendwie wegzuschmeißen. Wer weiß, was für ein Fluch dann über sie hereinbricht. Ja, es weiß auch keiner, wem das so eigentlich gehört. Ja. Also, ich glaube, was wir hier haben, ist, wir hatten eine ganze Menge an Putzmitteln. Also ich brauche irgendwie nur 1 bis 2 so, was waren das hier, so Sprayflaschen mit irgendwelch Allesreiniger, aber 3 verschiedene Allesreiniger. Das fand ich ein bisschen skurril. Ja, was sich halt so sammelt und was dann halt irgendwie keiner wegschmeißt, dann zieht einer aus, naja, dann bleibt das halt da. Mhm. Oder auch so Küchenreiben. Also gerade kurioserweise so Teleshop-Sachen. Ich erinnere mich da auch an so ein Set von Reiben und Raspeln, die man so praktisch in so einem Kunststoffbehälter zusammenpacken konnte. Ich vermute aber nicht, dass irgendein WG-Bewohner das mal im Teleshop bestellt hat, sondern dass das so ein typischer Flohmarktfang ist. Ne? Dass das dann irgendwie schon so einen dramatischen Gang durch mehrere Familien oder Generationen gemacht hat und dann irgendwann auf dem Flohmarkt gelandet ist, weil man konnte es irgendwie nicht mehr im Schrank sehen. Und dann ist es für 1 Euro irgendwie in so einen WG-Schrank übergesiedelt. Na, ich werde hin und wieder auch noch mal von der Familie so küchentechnisch ein bisschen ausgestattet. Das Letzte, was ich gekriegt hatte, sind so echt kleine Behälter. Die haben so ein paar Einsätze drin. Oder das ist alles aus Plastik. Im Prinzip rechts eine Plastikschale, links eine Plastikschale. Und dazwischen werden alle möglichen anderen Einsätze reingesteckt. Unter anderem eine Zwiebelpresse. Eine Zitronenauspressform. Mhm. Was echt praktisch ist, muss ich sagen. Was ist noch dabei? Ein Eiweiß-Trenner, braucht man eher nicht wirklich. Ein Trichter ist noch drin, ein kleiner. Und irgendwas war noch, so eine Reibe, die echt fein ist, aber also für Parmesan ist die echt gut. Mhm. Also es wirkt erstmal wie Tinnef ist zu 80%, so ganz brauchbar, aber erstaunlich. Mhm. Ich glaube, die meisten Küchenhelfer oder Küchengeräte, die erfüllen den Zweck, für den sie bestimmt sind, auch sehr gut. Also gerade auch solche Sachen mit mehreren Funktionen finde ich auch immer super. Wie gesagt, ich muss da auch immer mich eher zurückhalten, dass ich nicht ganz viele Sachen kaufe, weil ich mich da schnell begeistern lasse. Gerade wenn eine Sache mehrere Funktionen hat, wie jetzt das Teil, das du beschrieben hast, dann finde ich es schon überzeugend. Also wenn es so eine Sache ist, die wirklich nur für ein Gericht oder für einen Zweck da ist, da sage ich würde ich jetzt hoffen, in 9 von 10 Fällen, da gibt es dann halt die klassische Methode mit Bratpfanne, mit was weiß ich, wo du nicht irgendwie noch ein Elektrogerät kaufen musst oder irgendein Zubehörteil. Aber ich finde halt nützliche Dinge in der Küche machen auch Spaß, ne? Und das ist auch legitim, sowas dann zu benutzen. Ja, genau. Nützliche Dinge, die am besten nicht unbedingt aus Plastik sind, wenn man sie besser aus anderem Material hätte machen sollen. Ja, ich stelle immer mehr fest, wie ich eben schon erwähnt habe, dass ich Holz, Keramik, Stahl, Glas sehr gut finde, weil das sind sehr beständige Materialien. Holz, gut, kann man jetzt drüber streiten, aber wenn das kaputt ist, dann kann man es halt irgendwie verwerten und wenn man es irgendwo in den Ofen schmeißt oder so,
Aber die anderen Materialien, da hat man wesentlich länger was von als von diesem Kunststoffzeug, ne? Ja, ich habe gerade auch so einen kleinen Messbecher, den hatte ich mir mal selbst gekauft, weil ich irgendwie gar nichts hatte, um irgendwas abzumessen, also weder Waage noch Messbecher. Und dann habe ich mir einen gekauft aus Plastik, so einen kleinen, der ist mittlerweile gesplittert am Boden, wegen anscheinend Temperaturunterschiede, schätze ich mal. Mhm. Naja, also er hält noch die Flüssigkeit, die man reingießt, aber irgendwann fällt er auch auseinander. Es hat alles Plastik und kein Glas. Naja. Also auf jeden Fall gehe ich dazu über, gerade so Messbecher, dass ich dann lieber vielleicht das Zwei- oder Dreifache investiere, aber dann einen Glasbehälter habe, der, wenn ich nicht irgendwie zu tollpatschig bin und das Ding fallen lasse, wesentlich länger hält als so ein Kunststoff-Messbecher. Ja, oder wenn dann schon aus Pyrex-Glas, also ist im Prinzip auch ein Kunststoff, aber aus sowas macht man halt dann auch mal Flugzeugscheiben. Naja. Mhm. Hält ja, da gibt es so richtig dickes Zeug, das ist das wahrscheinlich, ne? So richtig dickes Glas auch. Das kannst du im Prinzip dünn machen, das kannst du dick machen, da kannst du sogar, wenn ich mich nicht irre, Dildos draus bauen. Aha. Hatte ich mal irgendwo gelesen, ja. Okay, wahrscheinlich. Also wenn ja, es sowas gibt, dann eher aus so Sicherheitsglas. Genau, nee, wenn es splittert, dann splittert es nämlich mit irgendwie weichen, also ohne scharfe Kanten oder sowas war die Begründung. Okay, dann. Also so wie Autoscheiben, also dass sie einen nicht so als ja, dass einem tödliche da Splitterbomben dann noch entgegenfliegen. Genau, weil in den Bereichen lässt sich ganz schlecht irgendwie ein Druckverband oder sowas anlegen. Ja. Nee, da möchte man, glaube ich, nicht mal drüber nachdenken, was da passieren kann. Ja. Überlege ich noch, ob mir gerade was einfällt irgendwie. Schneidet ja nicht auf Glasoberflächen mit Messern. Das ist hier mal wiederholt zu sagen. Ja, auch habe ich neulich gerade wieder gesehen. Habe ich auch bei der ersten Ausrüstungsfolge wollte ich noch drauf eingehen. Bitte, 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 wenn ihr jetzt nicht gerade auf irgendeiner Berghütte seid oder in irgendeinem Atomschutzbunker, nehmt bitte keine Messer und schneidet auf Tellern oder in Schüsseln Sachen klein. Weil das tut den Klingen wirklich gar nicht gut. Wo wir jetzt gerade sehr ausführlich über die Liebe zu guten Kochgeräten, insbesondere Werkzeugen und Messern gesprochen haben, auf dem Teller Sachen klein schneiden, ist das Gegenteil von Messer scharf machen. Da macht ihr nämlich, nutzt ihr nämlich diese unheimlich schöne, harte Oberfläche der Keramik, um die Messer stumpf und platt zu machen. Genau. Und vielleicht wäre das sogar ein ganz gutes Schlusswort, oder? Was denkst du? Ja, das klingt gut als Schlusswort. Okay. Dann danke ich dir für deine schönen Beiträge und für euch da draußen, die zugehört haben. Ich hoffe, dass ihr viel Freude jetzt an diesem Gespräch hattet. Wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr aus dieser Sendung für Informationen rauszieht und wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Der Elektrobier und Kai Daniel, du.